in unserer Stadt, in der Stadt des westfälischen Friedens zusammengekommen, um ein Zeichen für menschliche und zivilisatorische Werte zu setzen. Für die Rechte aller Menschen, für Toleranz und Akzeptanz, für Frieden und für Demokratie. Und wenn es eine Message gibt, die wir heute auf jeden Fall alle beherzigen sollen und mit nach Hause nehmen sollten, dann ist es, es gibt gewisse menschliche Grundrechte und demokratische Grundrechte, die sind nicht verhandelbar. Und da muss man auch nicht mit Nazis um einen Tisch gehen. Da wird man nicht mit denen diskutieren. Wir werden uns nicht Freiheit, Gleichheit und Frieden wegnehmen lassen von solchen Arschlöchern. Die AfD sieht sich gerne als Opfer anderer. Dabei ist die AfD die Partei des Hasses, der gesellschaftlichen Spaltung, sozialen Ausgrenzung. Wer andere Menschen als Wucherung oder Krebsgeschwür bezeichnet, wenn der gedenkpolitische Wende 180 Grad fordert, das Erinnern an den Holocaust als dämlich bezeichnet und das Holocaust-Mama als schandlich bezeichnet und den Schusswaffen-Einsatz auf Geflüchtete propagiert und Begriffe wie völkisch salonfähig machen möchte, setzt ganz bewusst auf Nazi-Rhetorik, setzt ganz bewusst auf Rassentiment, auf Hetze gegen Andersdenkende und die Ausgrenzung Schwächerer. Dem stellen wir uns hier und heute und auch künftig entgegen. Schönen guten Tag, der Ingo von den Donuts hier. Wenn ich das hier so richtig sehe in Münster, dann wird hier gerade alles richtig gemacht. Denn hier stehen mehrere tausend Leute und stehen auf gegen den braunen Dreck, der da vorne gerade in das wunderschöne Münster einziehen will. Da machen wir heute ein bisschen Krach gegen und ich hoffe, die Leute machen alle mit. Da singt gerade ein Chor. Ich könnte nicht glücklicher sein. Schnaps könnte ich noch brauchen. So, und jetzt soll sich alle eure Lichter sehen. Alle Lichter! Alle Lichter! Okay, wir wollen das Schweigen nicht nur hier hören. Wir wollen das Schweigen im Rathaus hören. Wir wollen das Schweigen in Nordrhein-Westfalen hören. Denn da sind Wahlen und die werden wir gewinnen. Und wir wollen das Schweigen in ganz Deutschland hören. Denn da sind Wahlen, die werden wir gewinnen. Ich bin Hannes Dräger, ich bin hier von der Linken, hier auf der Kundgebung gegen den AfD-Neujahrsempfang im Rathaus. Die Stimmung ist überwältigend, also ich bin gerade gar nicht bis hin zur Bühne gekommen, weil hier alles voll ist. Die ganze Stadt ist auf den Beinen, um dem braunen Pakt sozusagen zu zeigen, dass wir zusammenstehen gegen Rassismus. Und ich glaube, die AfD hat heute eine schwere Niederlage erlitten. Und ich denke, an diesem Zeichen gilt es jetzt auch in den nächsten Wochen anzuknüpfen, zum Beispiel beim AfD-Bundesparteitag, Bundesparteitag in Köln Ende April, wo wir, glaube ich, mit vielen Leuten auch hinreisen können. Es ist ein geniales Signal hier von der Stadt. Die Stadt sagt Nein zur AfD. Also hi, der Guido von den Donuts hier. Ich wollte nur sagen, es ist ganz klar, dass wir ein Zeichen setzen und geil, dass so viele Leute hier sind und kein Zentimeter für die Wichser, wirklich. Fick die. Von Hass und Ressentiments bestimmt wird. Dass es auch in Zukunft eine bunte Stadt bleibt. Eine bunte Stadt, aber ohne braune Flecken. Gewalt ist nur ein stummer Schleier. Seine Springerstiefel sehen. Nazis aus! Nazis aus! Nazis aus! Nazis aus!
heute, aber auch zu jeder Gelegenheit, zu jeder Zeit, an jedem Ort und egal hinter welcher Maske sie ihre hässliche Fratze auch verstecken mögen, zu zeigen, wir erkennen Nazis, wenn sie uns entgegentreten und wir geben ihnen keinen Meter Raum, liebe Münsteranerinnen und Münsteraner. Ich bin nie wieder Nazi in Deutschland. Ich gehe auf die Barrikaden und eröffne den Aufstand. Nie wieder Faschismus, weder hier noch in irgendeinem anderen Land. Auf und hoch den Widerstand. Ihr habt Angst, wenn ihr alleine seid. Deswegen wollt ihr einen Führer plus Gruppe. Doch ich sage, come on and fight white pride. Ihr wollt ein arisches Deutschland. Doch euer Ex-Führer war auch nicht gerade arisch und Deutschmann. Ihr steht wirklich auf den Holocaust, tausende Tote und Unterdrückung ein. Oh, man muss euer Gehirn klein sein. Steht pöbeln und saufen morgens um 10:30 in der Stadt und beschimpft mich als Pennerpack. Doch guck mal an, wer was aus sich macht. Aber ihr seid eh nur kleine Marionettenhorde. Geht in den Knast für die Morde.